Hi, ich bin Exocron und willkommen zu Lost Ark Band 5 Kapitel 2. Wir sind in Tortek unterwegs und sind im Okoko-Dorf gerade angekommen. Also wir haben das Schrumpfelixier wie bei Alice im Wunderland genommen. Hier war es der Cashew-Saft, der rote, süßlich-salzige Saft. Und wir sind jetzt winzig-winzig klein, so wie die kleinen Mokokos. Und wir helfen denen gegen die Piraten, die auf der Insel gestrandet, gelandet sind. Die ein wenig aussieht wie die Crew von Davy Jones aus Fluch der Karibik. Ich glaube, wir sollten uns mit dem Oberhaupt treffen. Du bist kein Mokoko. Was du nicht sagst. Oh, laute Göre. Ist ein sehr schönes Gebiet. Also mit das schönste Gebiet von ganz Lost Ark. Ein sehr, sehr bunt. Dorfoberhauptes. Das Haus Totomas, des Bürgermeisters des Mokoko-Dorfes, Totoma, könnte etwas über die Karte wissen. Willkommen. Im Namen aller Mokoko möchte ich dir persönlich danken, heldenhafter Kokomo. Moka Moka sagt, dass du mich etwas fragen möchtest. Eine Karte? Was ein Spaß! Lasst uns doch mal sehen. Sie ist verzaubert. Um diesen Zauber zu brechen, musst du zuerst ein paar Dinge vorbereiten. Wir kultivieren in der Dorfhalle eine Blume namens Bammelwindblume. Von allen Orten auf diesem großen Tortoik-Insel wachsen sie nur auf dem Mokoko-Baum. Und wenn du zum Brunnen auf dem Dorfplatz gehst, wirst du sehen, dass sich Morgentau darauf gebildet hat. Morgentau ist eine von zwei Zutaten, die ich brauche, um die Magie auf der Karte aufzuheben. Was den Blütenstaub angeht, brauchen wir den Verwalter der Dorfhalle, der schwer zufriedenzustellen ist. Siehst du im ganzen Dorf den Dünger, der von Mistkäfern hergestellt wird? Bring ihn zu ihm. Das soll ihn dazu bringen, dir den Blütenstaub zu geben. Außerdem schreibe ich dir eine Genehmigung. Sag ihm, dass ich dich schicke. Wenn alles bereit ist, versuchen wir, die Karte zu entschlüsseln. Achso, zustimmen. Nein, falsche Taste. Da. Ich werde auf dem Platz sein. Triff mich dort, wenn du alle Materialien hast. Kennt jemand die Käfer? Die gibt's ja wirklich. Die diese Kugeln machen und dann vor sich herschieben. Du hast den Dünger gebracht. Ich mag dich. Du brauchst Blütenstaub, was? Hast du eine Erlaubnis dabei? Na gut, alles in Ordnung. Du bekommst Blütenstaub von dem Bammelwindbaum da drüben. Es belastet die Blumen, wenn sie zu viel Blütenstaub verlieren. Also nimm nicht zu viel, klar?
Es ist lächerlich. Die Ältesten streiten sich bei jedem Treffen. Das einzige Mal, dass sie sich nicht stritten, war während des Piratenüberfalls. Wir haben 10 Älteste unter dem Dorfoberhaupt. Deshalb nennt man sie wohl die 10 Ältesten. Diese 10 Ältesten, anstatt über die Angelegenheit ihres Dorfes zu diskutieren, streiten sich ständig über solche nichtigen Dinge. Heute zanken sie darum, ob sie ihr Mittagessen mit Soße übergießen oder die Soße als Beilage essen sollen. Wenn man sie lässt, streiten sie sich bis zum Ende des Tages. Ich habe wirklich genug von denen. Würdest du die einzelnen Ältesten anhören und eine Lösung aushandeln? Jetzt sollen wir das übernehmen. Oh, sie streiten wieder wegen Essen. Ja, immer noch. Sei gütig und tunke. Also, wie wollen sie es essen? Sei gütig und schütte nur das eine Mal aus. Das endet heute nicht. Da wette ich eine Flasche Saft darauf. Ich wette 2 Flaschen. Vielleicht für ihn was anderes zubereiten? Oh, warum bin ich nicht darauf gekommen? Das ist eine tolle Idee. Aber man sonst nichts zu tun hat. Dann gibt's halt einen Grillteller? Fischteller? Haut rein, Jungs. Mädels. Es ist sehr gut mariniert. Haha, ganz genau. Mit der Soße übergießen ist das Beste. Noch mehr. Schüttel die Blumen, ohne sie zu zerstören. Wenn du den Blütenstaub hast, geh und hole nun Morgentau vom Brunnen auf dem Platz. Ich entschlüssele die Karte, sobald du alle Materialien hast. Okay. Wollen die jetzt noch mehr? Ach komm, einen Teller kann ich dir noch bringen. Du bist großartig. Du bist die Erste, die Ältesten von Streiten abhält. Das werde ich nie vergessen. Du darfst so viel Blütenstaub nehmen, wie du möchtest, ohne Erlaubnis. Danke, haben wir schon. Wieder ein Triporter. Das Wasser ist heute sehr klar. Eine echt schwere Last. Diese Tautropfen bringt. Lass das bloß nicht fallen. Lass mal sehen. Ja, du hast alles mitgebracht. Jetzt kann ich es entziffern. Ich hoffe, ich kann es entziffern. Also wie jetzt. Ja, nein, vielleicht. Also, was steht drauf? Kann das sein? Vor langer Zeit spaltete der Riese dieser Insel, Tortoik, sein Herz in 3 Teile auf: Weisheit, Geduld und Mut. Er gab sie den Beschützern und fiel in einen tiefen Schlaf. Die Symbole auf dieser Karte zeigen die Orte, an denen sich die Stücke des Herzens von Tortoik befinden. Der Ort des ersten Teils, Weisheit. Oh, ich weiß es. Das ist der Süßwasserwald. Richtig. Ich nehme an, dass du die Führung übernehmen möchtest. Verlass dich auf mich. Gehen wir. Ja, der ist ja gewillt, direkt loszuziehen. Achso, wir sollten ja die Karte mal prüfen. Eine Glyphe erscheint auf der Karte. Oh, das sieht oben aus wie ein Mond oder sowas. Und unten wie Wellen oder Luft. Luftsymbol. Da werden wir sehen. Warst du nicht schon lange genug dort? Wow, ist das dein Käfer? Nein! Oh, schade, wir können nicht rutschen. Kuku. Angret, da bist du ja. Du bist so klein, dass ich dich zuerst nicht erkannt habe. Seltsam, mit dir auf Augenhöhe zu sein. Dank dir ist mein Mädchen lebendig zurückgekehrt und sicher daheim. Er hat uns schon gefragt, wann wir dich wiedersehen.
Hier, das ist für dich. Wir haben dieses Essen gekocht, während wir gewartet haben. Wir stehen ewig in deiner Schuld. Na los, bedien dich. Eine Geheimkarte. Es schmeckt einfach unglaublich. Ich habe mir damit wirklich Mühe gegeben. Ach, ist schon in Ordnung. Ich wünschte, ich hätte die Chance gehabt, zur Felsenküste zu gehen. Da hätte ich bessere Zutaten gefunden und etwas richtiges Ordentliches gezaubert. Komm jederzeit vorbei, ja? Du bist hier stets willkommen. Wir helfen dir, wie wir nur können. Noch eine Geheimkarte. Nee, die eine. Stimmt. Quest annehmen, Quest abgeben. Das heißt, wir haben jetzt... Bettina. Und wir können gucken, Wald der Riesen. Da kommen wir auch noch hin. Und wir haben noch eine Quest. Purpur. Mann, ich bin so beschäftigt, dass mir der Kopf schwirrt. Hilfst du mir? Siehst du die Kinder, die auf dem Platz spielen? Die Schaukeln sind kaputt, also können wir nur noch die Rutschen benutzen. Ich will ihnen helfen und die Schaukeln reparieren, aber ich bin zu beschäftigt. Außerdem mache ich mir Sorgen, dass sie versuchen könnten, auf den kaputten Schaukeln zu spielen und sich dabei verletzen. Falls du nichts zu tun hast, könntest du die Schaukeln reparieren? Ich möchte, dass die Kinder sichere Spielgeräte haben. Ja. Mamas Sorgen vertreiben. Gerade nur. Wir sind ja jetzt. Mokodorf, genau. Die Ranken sehen stark aus. Und reparieren. Die Schaukel ist in einem desolaten Zustand. Ist hier noch etwas? Achso, eine Quest. Kinderschaukeln sind kaputt. Ich könnte sie reparieren. Das haben wir getan. Das Wasser ist heute sehr klar. Das Licht wird unwehr. So, was haben wir denn hier noch? Ein Dessert-Händler. Elara, also eigentlich eine Händlerin. Ein Naruni? Oh, guckt mal an. Das ist ja unsere Quest, die wir die ganze Zeit mitschleppen. Wofür brauchst du Eier? Einen Begleiter? Dieses riesige Tier? Wow, das ist echt seltsam. Aber nun gut, ich mag dich. Ich gebe dir das beste Exemplar aus diesem Wurf. Er ist ein gesunder, hart arbeitender Naruni. Bitte kümmere dich gut um ihn. Was haben wir jetzt bekommen? Bringe ihn Elia Nahun. Okay, das ist die Eureka-Ebene in West... Ost-Lutera. Süßer, lieblicher Honig. Eintauschkosten 190.000. Haben wir den schon? BB-Honig? Haben wir noch nicht benutzt. Gut. Dann, soweit ich weiß, gibt es hier nicht noch was zu sehen. Hey, lass noch etwas Wasser für die anderen übrig. Echt schwere Last. Hier oben gab es Hühnchen, oder? Ja, es gab Chicken. Guckt euch das mal an. Ist das nicht genial? Einmal einen Hahn. Nach rechts. Jetzt nach links. Alles klar? Links. Jetzt geradeaus. Das ist echt so hübsch hier. So hübsch. Ob es hier noch hinten etwas gab, was man euch zeigen könnte. Da kommen wieder die Hühner mit ihrem Dompteur. Nach rechts.
Jetzt nach links. Alles klar? Links. Jetzt geradeaus. Da gehen sie wieder. Okay, dann zischen wir mal los zu unserer Begegnung, die uns in das nächste Gebiet mitnimmt. Wasser ist heute aber sehr lecker. Lass noch etwas Wasser für die anderen übrig. Aber echt cool, dass wir das Mädel gefunden haben. Die Quest haben wir ja jetzt schon echt ein paar Folgen mit. Naruni, ich liebe dich. Ja, wir haben auch so mittlerweile so eins. Durch das letzte Event, was gerade im Moment aktiv ist. Der große Preis von Akesia. Da kann man kostenfrei so ein Reittier bekommen. Hier drüben! Oh, wow! Ich war so aufgeregt, dass mein Herz fast aussetzte. Was gesagt, die Piraten Kokomo hätten die andere Hälfte der Karte, richtig? Dann könnten sie nach Tortoks Herz suchen. Aber das könnten sie nicht haben, diese bösen Kokomo. Hier, der Süßwasserwald liegt in diese Richtung. Ich zeige dir den Weg. Na los, gehen wir. Okay, ja, dann ab in den Süßwasserwald. Das sollte ausreichen, um es ins Dorf zurückzuschicken. Ja, und das war auch schon Band 5, Kapitel 2. Ein relativ kurzes, aber das Mokoko-Dorf ist ja mit eins der schönsten Gebiete, auch wenn es klein ist. Und vor allem, wir haben noch gar nicht den Marienkäfer mit Angret bekommen. Auf dem kann man reiten in diesem Gebiet, weil alle anderen Reittiere sind gesperrt. Aber auf Marienkäfern kann man reiten. Werden wir auch noch sehen. Somit, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder ein Abo des Kanals. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Exocron. Ein sehr positives, stimmiges Gebiet. Macht immer Spaß hier.